Ja, hallo liebe Fotofreunde, da spricht wieder der Christian. Und heute gibt es eine weitere Folge zum Thema, wie ich meinen Lightroom-Workflow gestalte. Ich möchte euch heute anhand dieses Fotos hier, was ich mal kurz großblende, so, zeigen, wie ich das bearbeiten würde, um es final zu machen. Das Bild an und für sich ist jetzt nichts Besonderes, es ist ein relativ langweiliges Licht, es kommt da von der rechten Seite, also dort, wo die Dame am Fahrrad sitzt, dort kommt das Licht rein. Das Ganze ist mit einem Teleobjektiv aufgenommen. Ja, es ist also jetzt kein Kunstwerk, aber ich will ganz gern das als Beispiel nehmen, um zu zeigen, welche Lightroom-Werkzeuge man verwenden kann, um dieses Bild ein bisschen zu pushen und es interessanter zu machen. Wie gesagt, nicht unbedingt dieses Motiv, aber nur, dass ihr mal das mitnehmt, welche Möglichkeiten Lightroom hier bietet. So, und wenn ich sowas jetzt habe und wenn ich das jetzt herausgewählt habe, dann würde ich mal im ersten Schritt so herangehen, dass ich persönlich mache das gerne, ich stelle das mal so gerade, dass die Dinge halt auch irgendwie, ja, auch nur leicht auskorrigiert sind. Also die Horizontalanpassung. Und dann arbeite ich ja, das habe ich immer wieder gezeigt, mit sehr vielen verschiedenen Presets. Ich habe das ja hunderte oder tausende Presets. Und heute möchte ich etwas zeigen, was ich auch immer wieder gerne verwende, insbesondere wenn es um einen analogen Touch von Fotos geht, also um diese Filmsimulationen. Und da kann ich euch empfehlen, zum Beispiel diese Mastin Labs. Da gibt es auch eine Fülle an verschiedenen Presets, die ich immer wieder gern verwende. Und heute verwenden wir mal einen Fuji Color, also einen Fujifilm Superior 400. So, das wäre so mit dem Klick, das wäre so das Ausgangsmaterial von der Farbgestaltung her. Das Ding ist noch lange nicht fertig, aber das wäre mal so der Anfang. Gut, da seht ihr schon, hier haben sich also die Grundregler schon verschoben durch dieses Preset. Auch die Farbgradationskurven haben sich schon verschoben. Hier Farbmanipulationen ziemlich massiv. Ja, schauen wir uns das gleich mal alles an. Ja, wenn wir schon da unten sind, dann machen wir gleich einmal die chromatische Aberrationentfernung und die Profilkorrektur. Seht ihr, hier ändert sich doch gleich mal einiges. Die Profilkorrektur ist eben jetzt auf dieses 70-200 Objektiv, das ich verwendet habe, eingeschalten. Gut, das kann nie schaden, wenn man das macht. Und damit ist das eigentlich auch schon abgeschlossen. So, fangen wir von oben nach unten an, so wie der logische Bearbeitungsablauf ist. Diese Mastin Labs Presets, die sind relativ schlau aufgebaut und ermöglichen einen sehr schnellen Workflow. Und da gibt es verschiedene Unterkategorien, aber dort, wo ich gerade bin, da kann man mit einem Klick den Weißabgleich anpassen. Und ich finde, hier passt der Weißabgleich relativ gut, weil ich möchte gern dieses warme Sonnenlicht haben. Das heißt, wir werden das Bild mal heller machen und wir lassen diesen gelben Touch. Würde ich diesen Weißabgleich jetzt runterziehen, wird es irgendwann einmal so neutral und dann geht es irgendwann ins Bläuliche. Genauso wie in die andere Richtung, dann überzogen gelb. Also so finde ich das schon mal ganz, ganz vernünftig irgendwo, gar nicht groß verändern von dem, wie es aufgenommen worden ist. Belichtung raufziehen, ja. Dann fällt mir sofort auf, dass die linke Bildhälfte, also hier dieser gesamte Bereich, viel zu hell ist, viel zu überstrahlt ist, weil mein Hauptmotiv eigentlich die beiden Radfahrer sind. Also gehe ich mal her und mache hier einen Verlaufsfilter, ziehe den mal da so drüber und senke die Helligkeit ab. Das heißt, dieser Verlaufsfilter wird dann noch weiter ins Bild gezogen, damit er so auch über diesen ganzen Bereich wirkt. Und hier habe ich dann schon eine etwas dünklere linke Seite. Also vorher überstrahlt, jetzt abgedunkelt. Das gleiche würde ich auch noch mal auf der rechten Seite machen. Auch relativ sanft, aber doch hier so, ihr seht wieder den Unterschied, vorher, nachher. So dass mein Hauptmotiv hier in der Bildmitte eigentlich der hellste Punkt wird. Und um das zu unterstützen, habe ich auch schon öfters gemacht, mache ich hier gerne einen Radialfilter auf und ziehe auch hier insbesondere die Tiefen hoch. Ihr seht hier die Rucksäcke oder die Jacken der Herrschaften, da fehlen, da säuft das etwas ab, das Ding ist viel zu tief schwarz. Also wenn ich hier das Tiefen mir raufziehe, dann wird das sichtbarer. Jetzt ein Riesenunterschied. So, und jetzt ist mein hellster Punkt im Bild eigentlich mein Hauptmotiv.
exhibieren wir auch. Ja, diese Regler, die kann man natürlich nach Bedarf etwas variieren, etwas mehr Kontrast, weniger Kontrast, wie auch immer. Mir gefällt es jetzt mal ganz gut so, ich würde es mal so lassen. Vielleicht ganz leicht die Struktur noch anheben, weil wir hier also sehr viele Struktur drin haben. Die kann man noch ein bisschen verstärken. Schaut mal daher auf den Bereich des Rucksacks, wenn ich da jetzt rauffahre, dann wird das, oder den Falten in der Kleidung, wird die massiv, wenn die massiv hervorgehoben, wenn man ein bisschen zurückfahrt, ist es meistens natürlicher. So. Würde ich auch so lassen. Ja, den Farbtonkurven nicht drehen, weil die kommen ja eigentlich aus Preset. Detto hier, also den HSL-Farben auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Wir wollen ja diesen Farbtouch haben, den das Preset produziert. Ja, und von der Schärfe her können wir auch noch ein bisschen das Bild nachschärfen. Und hier mit dem Maskierenregler und gedrückter Alt-Taste sieht man auch noch, welche Bereiche im Bild geschärft werden. Wir wollen ja nicht die Flächen schärfen, damit würde ich auch ein Rauschen verstärken. Wir wollen die Konturen schärfen, also maskieren wir das Schärfen relativ stark. Vielleicht eine ganz leichte Entrauschung setzen, aber ist eigentlich auch nicht notwendig, weil das Bild ja, ich glaube, bei 100 ISO aufgenommen worden ist. Ja, genau, bei 100 ISO. So, zurück ins Entwicklungsmodul. Objektivkorrekturen haben wir gemacht. Transformieren greife ich in dem Fall nicht an. Effekt wäre vielleicht noch hier eine kleine Vignette zu setzen. Eine Randabdunklung, ja, muss man gar nicht, ist nicht notwendig. Und wir sind auch schon fertig. Was mir hier noch auffällt, ist zum Beispiel dieser Fleck oder diese Reflexion hier. Die würde mich mal stören, die würde ich noch wegstempeln. Kann man auch alles mit Lightroom lösen, brauche ich kein Photoshop dazu. Ja, erledigt. Und vielleicht auch noch hier unten einen Verlaufsfilter setzen, auch um das vorne etwas abzudunkeln, dass die Radfahrer wirklich sozusagen vom dunklen Bildteil umschlossen sind und im Lichtpunkt sind. So. Ja. Wenn man massive Manipulationen macht, so wie es hier, dann kann es sein, dass man es an dem Belichtungsregler immer mal wieder nachjustiert. Das kann leicht stattfinden. Ja. Und so könnte das fertig aussehen. Also die erste Variante, die ich gemacht habe, die zeige ich euch hier. Ja, die ist fast gleich wie die, eine Spur anders, aber vergleichbar mit der, die wir gerade selber gemacht haben. Also das ist die Variante. Okay, ein bisschen vielleicht noch ausrichten. Ja. So, und zu guter Letzt nochmal der Rückblick auf das originale RAW. Und dann haben wir hier, setzen wir mal kurz zurück. So kam das Bild aus der Kamera. Es ist relativ flach, es ist relativ kontrastlos. Ja, war halt so. Wie gesagt, es ist kein wahnsinnig tolles Bild. Ich möchte euch nur hier zeigen, was man aus solchen Bildern auch nochmal herausholen kann. Und das war jetzt die letzte Version, die ich gerade generiert habe. Wobei mir da gerade auffällt, es ist doch sehr knallig gelb. Also man könnte da natürlich ein bisschen noch zurückziehen. Aber ja, das ist natürlich Geschmackssache. Ich werde immer wieder mal neue Videos hier hochladen, auch zum Thema Lightroom und Lightroom Workflow. Ihr seht, das ist kein Hexenwerk. Wenn man sich mit den Reglern hier ein bisschen beschäftigt oder wenn man sich schon von Anfang an ein bisschen Unterstützung mit Presets holt, kann man relativ schnell einen guten Bildlook entwickeln, der einem gut gefällt. Danke fürs Zuschauen. Lasst vielleicht ein Like da und ein Abo. Würde mich freuen, wenn wir uns hier auf YouTube wieder treffen. Alles Liebe, immer gut Licht, euer Christian. Tschüss und Baba.